So, und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Guide hier auf meinem Kanal. Diesmal soll es um ganz spezielle Portale gehen, nämlich dieses. Wenn man hier reingeht, ist es nämlich, um in das Übungsgelände der Spezialkräfte zu kommen. Ich glaube, ihr wisst das alle, das ist hier unten in Löwenstein zu finden. Ganz im Süden, wo es auch in die ganzen Raids geht. Da gibt es die Möglichkeit, dort reinzugehen. Da kann man halt am Golem ein bisschen testen, wie viel Schaden macht man und so weiter. Nun ist es vielleicht etwas leidlich, ständig irgendwie sich hierher zu porten, auch wenn es die Wegmarke gibt. Vielleicht will man von woanderswo rein, weil gerade man nicht an den Raids testen will, sondern man will vielleicht an den Strikes arbeiten. Und interessanterweise kommt man auch von anderen Stellen dorthin. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen und was man dafür tun muss. Um diese weiteren Wege freizuschalten, müsst ihr erstmal zum Auge des Nordens gehen oder beziehungsweise Halle der Monumente. Dort gibt es neben diesem großen Portal diesen guten Mechanicus Nin Torverbindung. Dort könnt ihr noch weitere Torverbindungen kaufen. Ich habe zum Beispiel noch ein paar nicht gekauft, Schwarze Zitadelle, Götterfels und so weiter. Ich werde jetzt einmal einblenden, was ihr kaufen müsst dafür. Das ist nämlich eine spezielle Möglichkeit, um zu diesem Gelände zu kommen. So, wenn ihr das nämlich gekauft habt, könnt ihr auch über das Auge des Nordens zum Beispiel gehen. Und neben den Drachenhilfsmissionen, Angriffsmissionen, Hauptstädte könnt ihr auch woanders hingehen wollen. Heimatinstanz und bei uns jetzt eben Schlachtzugstraining und kommt genauso hin. Aber lustigerweise ist das nicht nur hier so, sondern auch in Arborstein. Das heißt, wenn ihr in Arborstein seid, geht ihr dorthin, wo es hier auch in diese Angriffsmission geht. Und daneben ist jetzt so eine Kugel. Und dort könnt ihr, ich würde gerne woanders hingehen. Und siehe da, da ist jetzt auch Schlachtzugstraining da. Das heißt, ihr müsst nicht immer nach Löwenstein gehen, gerade wenn ihr auch an den Strikes diese Angriffsmission bzw. teilgenommen habt. Ihr könnt einfach nebenan immer an diesen Stellen auch dorthin kommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann auch noch im Turm der Zauberer hinzugefügt wird. Aber gerade sind das also zwei weitere Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Ich glaube, das weiß nicht jeder, vor allem eben hier in Arborstein nicht. Das wäre es gewesen für diesen Miniguide und bis demnächst. Euer Landetor. Tschüss.